guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute zum Kultursalon im Rahmen einer Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik und in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst. Wiederum im Hochhaus Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und ich freue mich ganz besonders, dass Gerhard Zeiler heute Zeit gefunden hat, quasi gelandet ist und gleich wieder abhebt, um heute bei uns in der Sendung zu sein. Herzlich willkommen. Wie immer am Beginn ein paar Worte zum Gast. Er kennt natürlich seine Biografie besser, als ich sie kenne. Also bitte um Korrektur, falls was nicht stimmt. Gerhard Zeiler ist Österreichs erfolgreichster internationaler Medienmanager. Der frühere RTL- und ORF-Chef verantwortet heute als Präsident von Turner Broadcasting System International, einer Tochter von Time Warner, ein globales Fernsehgeschäft. Das ist, glaube ich, ein Umsatz über 2 Milliarden Euro. Es sind 3.800 Mitarbeiter, die sie führen, und 160 Fernsehkanäle, darunter vor allem CNN International, in mehr als 200 Ländern, die sie auf die Fernsehzukunft vorbereiten. Gerhard Zeilers steile Karriere begann als Journalist und Redakteur, und schon im Alter von 24 Jahren war er Pressesprecher von Fritz Sinowatz. Damals war Fritz Sinowatz noch Unterrichtsminister, später Bundeskanzler. Er begleitete ihn also auch ins Amt des Bundeskanzlers, 7 Jahre insgesamt, arbeitete dann ein paar Monate für Franz Vranitzky, auch als dieser Bundeskanzler war, und wurde von diesem bereits mit 31 in den ORF geschickt, kann man das so sagen? Also geschickt hat mich niemand, da bin ich schon freiwillig hingegangen. Ja. Aber Sie wurden mit 31, und das ist nicht außergewöhnlich, Generalsekretär im österreichischen Rundfunk, waren dort, glaube ich, 4 Jahre und sind dann nach Deutschland gegangen, dort ins Privatfernsehgeschäft, Chef von Tele5 und RTL2, und 1994 zurück zum ORF, dann aber als Generalintendant. Und als solcher, das ist ja allgemein bekannt, hat Gerhard Zeiler dem ORF ein nicht nur neues Image, sondern vor allem auch eine grundlegende Reform verpasst. Er hat den Sender modernisiert, 24-Stunden-Betrieb eingeführt, neue Formate eingeführt, erfolgreiche Formate, den Radiosender Ö3 reformiert und, glaube ich, für FM4, für junge Leute eingerichtet. Wo natürlich Erfolg ist, ist auch Neid und Kritik. Damals wurde Ihnen vorgeworfen, sozusagen den Boulevard, die Kommerzialisierung des Fernsehers hier eingeleitet zu haben. Andererseits hat der ORF dadurch auch vor allem gegen die aufkommenden Privatsender bestehen können. Nach, glaube ich, 4 Jahren, stimmt das, ja, sind Sie dann nach Deutschland gegangen, in gewisser Weise auch etwas müde von politischem Druck, so liest man das, und Interventionen. Na ja, gut, ich zitiere, was ich sozusagen recherchiert habe. Vielleicht war es nicht so schlimm, aber es war auf jeden Fall ein tolles Jobangebot auch in Deutschland. Gerhard Zeiler wurde dort Chef dann von Tele5, RTL2 und RTL, also ein Riesenunternehmen. Ich habe irgendwo gelesen, über 7 Milliarden Umsatz, 12.000 Mitarbeiter, also riesen Medienbetrieb. Und dann nach 9 Jahren ging es weiter, wo Sie jetzt heute sind, Präsident der Turner International. Und ich darf nochmals erwähnen, weil jeder diesen Sender kennt, ein Sender ist CNN, überaus erfolgreicher Sender. Der Sozialdemokrat, das möchte ich jetzt auch mal festhalten, Gerhard Zeiler, wurde auch bitte ihm, für höchste politische Ämter genannt, vom Bundeskanzler bis zum Bürgermeister, zog es jedoch vor, in der Privatwirtschaft zu verbleiben. Und als solcher sind Sie auch hier, nämlich als Chef von Turner International. Ich beginne aber trotzdem meine Fragen mit Fragen an den Sozialdemokraten und den politisch Engagierten und Informierten. Herr Zeiler, Sie waren als Wiener Bürgermeister im Gespräch, und es gibt eine Geschichte, dass Sie nur deshalb nicht österreichischer Bundeskanzler geworden sind, weil Sie auf einem Transatlantikflug 6 Stunden nicht erreichbar waren. Habe ich zweifach gelesen, ja, also ja. Und stimmt erstens die Geschichte, oder ist sie nur gut erfunden? Und zweitens, hätte sie die Politik gereizt, und sind Sie eigentlich heute froh, sozusagen nicht in die Politik gegangen zu sein? Die Geschichte stimmt insofern, als ich zu dem Zeitpunkt, wo der Werner Faymann zurückgetreten ist oder angekündigt hat, zurückzutreten, am Flug zwischen Frankfurt und New York war, mhm, und mich dann gewundert habe, wie ich nach
dem Eintreffen in New York mein Mobiltelefon aufdrehe und dort 39 Anrufe hatte. Da wusste ich noch nicht, was passiert ist. Aber das ist auch schon das Ende der Geschichte. Es war nicht entscheidend, dass ich jetzt gerade auf dem Flug nach New York war. Da waren andere Dinge dafür entscheidend, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Sind Sie heute froh darüber? Froh ist eine Kategorie. Ich hätte das damals, das wissen alle meine Freunde, im Gegensatz zum Wiener Bürgermeister, der nie auch nur relevant war. Ich wurde nie gefragt. Ich habe auch nie Ja oder Nein gesagt. Das waren reine Zeitungsspekulationen. Das hätte ich damals gern gemacht. Und meine Frau ist sehr froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Dass man selber, wenn man etwas sich vorgestellt hat, dass man es tut, wenn man Ideen dafür gehabt hat, dass das Leben so kommt, wie es kommt, dass es immer zwei Seiten hat, das ist die andere Seite der Medaille. Ich habe neulich Hannes Androsch hier in der Sendung gehabt und auf die Frage, was bei diesem Wahlkampf überhaupt in letzter Zeit bei der SPÖ schiefgelaufen ist, hat er an einen Slogan von dem legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky erinnert, die in der Wahl 70 verwendet wurde: Leistung, Aufstieg und Sicherheit. Und meine Frage ist nun, worauf hat Ihrer Meinung nach die SPÖ vergessen? Nicht nur im Wahlkampf, sondern überhaupt in letzter Zeit. Also ich bin hier jetzt nicht da, um als Balkon-Muppet gute Ratschläge zu geben. Das setze ich immer voraus. Sie könnten es aber gut. Ja, aber das tue ich nicht. Das Einzige, was ich schon sagen möchte, ist, wenn ich mir heute die Sozialdemokratie nicht nur in Österreich, auch in Europa ansehe, dann hat es aus meiner Sicht schon einen Grund, warum die Anzahl der sozialdemokratischen Regierungschefs so dramatisch gesunken ist. Und mein Grund ist, dass wir schlicht und einfach das Unbehagen vieler unserer Mitbürger, dass wir aufgrund nicht der Globalisierung, aber der Umsetzung der Globalisierung oder wie sie umgesetzt worden ist, zu einer gespaltenen Gesellschaft gekommen ist, dass wir darauf nicht die richtigen Antworten gefunden haben. Als Linke, als Sozialdemokratie, und zwar nicht nur in Österreich. Vielfach neigen wir dazu, insbesondere auch in Österreich, die Probleme, die wir sehen und die für jedermann ersichtlich sind, dass sie auf uns zukommen, erst dann uns manchmal auch mit Panikreaktionen zu überlegen, wenn es sie schon hier sind. Aber nicht, wenn wir sie schon sehen können, dass sie in 100 Meter Entfernung sind. Ob das jetzt wirtschaftliche Entscheidungen sind, jeder hat gewusst, dass die Auer als Airline allalong nicht lebensfähig ist. Wir haben so lange gewartet, bis wir den Deutschen, der deutschen Lufthansa, auch noch 500 Millionen nachschießen mussten. Es gibt in vielen Hinsichten auch, wenn man so will, in weltanschaulichen Fragen, Möglichkeiten, dass wir vorausschauend denken. Der zukünftige Bürgermeister von Wien, wenn ich das richtig gelesen habe, der Michael Ludwig, hat am 1. Mai einen Satz gesagt. Er hat darauf bezogen, dass es in der Sozialdemokratie ein Lied gibt, das uns begleitet hat. Und das heißt, wir ziehen mit der neuen Zeit. Und er hat daraufhin gesagt, es heißt eben nicht, wir lassen die Zeit an uns vorbeiziehen. Oder er hat auch noch gesagt, wir drehen die Zeit zurück. Wir müssen nach vorgehen. Wir müssen auch unsere, nicht unsere politischen Werte, aber unsere politischen Aktionen, unsere politischen Maßnahmen, unsere politischen Inhalte an die Zeit anpassen. Und die Veränderungen der Zeit werden immer schneller. Manchmal habe ich den Eindruck, dass in Europa, auch in Österreich, wir eher sagen, na, nur nichts ändern, Augen zu, es wird schon irgendwie durchgehen, und dann nicht mitbekommen, dass trotz fantastischer Wirtschaftslage, trotz der Tatsache, dass es in Österreich, dass es ein sicheres Land gibt, die Leute sagen, irgendwie wollen wir, dass es anders wird. Sie können aus allen Vorwahlumfragen herauslesen, dass 2/3 der Bevölkerung der Meinung waren, es muss sich was ändern. Deswegen hat auch der jetzige Bundeskanzler mit einem ganz einfachen Satz, es ist Zeit, neue Wege zu gehen,
den Erfolg gehabt, den er gehabt hat, und wir mit der schlechten Übersetzung aus dem Englischen, holen Sie sich einmal, was Sie verdienen, oder holen Sie sich, was Sie brauchen, eben nicht den Erfolg gehabt. Ich meine, das ist vielleicht ähnlich wie auch in den USA, wo Clinton für den Status quo stand und Trump, wie immer man das sieht, letztlich doch für Veränderung. Viele glauben ja, dass Donald Trump, und ich bin jedes Monat mindestens eine Woche in Amerika, diese Entwicklung ausgelöst hat. Es ist grundfalsch. Donald Trump ist ein Produkt der Spaltung der Gesellschaft. Die Politologen und Historiker in Amerika reden vom Unwinding der Pax Americana, also vom Ende des Zeitalters, wo eine Supermacht, die Vereinigten Staaten von Amerika, federführend die Weltordnung mitbestimmt hat und auch reguliert hat. Das Interessante ist, dass dieses Ende des Zeitalters ja nicht passiert, weil eine andere Supermacht so stark wurde, wirtschaftlich und militärisch, dass sie den USA auf Augenhöhe entgegenkommen kann, sondern die Amerikaner selber, weil Amerika selbst sagt, wir wollen diese Rolle des Weltpolizisten nicht mehr spielen. Irakkrieg, Afghanistan etc. Und daher hat Donald Trump mit einem genialen Slogan, Let's make America great again, America first, so falsch er auch ist, tatsächlich den Erfolg gehabt. Wenn wir gerade über Trump sprechen, er ist ja letztlich auch ein Produkt einer Stimmung, die wir auch in Europa haben, nämlich einer zunehmend Skepsis und Ablehnung von Eliten. Ist das, worauf führen Sie das zurück? Naja, ich führe es darauf zurück, dass die Umsetzung der Globalisierung, vor allem in zweifacher Hinsicht, zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt hat. In ökonomischer Hinsicht, also ich habe keine Frage, dass die Globalisierung enorm positive Resultate gebracht hat. Hunderte Millionen Menschen sind aus der Armut wirklich in die Mittelschicht gehoben worden weltweit. Aber trotzdem, es gibt zwei Dinge, die Sie nicht wegleugnen können. Erstens, es wurden Hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeitsplätze in Emerging Markets verlagert. Und zweitens, was für mich noch viel entscheidender ist, die Ungleichheit in den letzten zwei Jahrzehnten ist einfach enorm gewachsen. Der Fred Sinewatz hat auf seinen Wahlreisen, wo ich bei ihm war in den 80er Jahren, in den SPÖ-Versammlungen immer einen Satz gesagt. Er hat gesagt, stimmt schon, die Reichen sind reicher geworden, aber die Armen sind nicht arm geblieben. Wenn Sie sich heute anschauen, in den meisten westlichen Staaten, er würde das heute nicht mehr in dem Ausmaß sagen können. Der Low-Paid-Sektor, die Reallohn Zuwächse, sofern es sich gegeben hat in den letzten 10 Jahren, sind extrem ungleich verteilt. Es gibt Gewinner und Verlierer, gespaltene Gesellschaft. Und dann auch in dem Bereich, den man kulturell weltanschaulich nennen kann. Es gibt ein interessantes Buch, das Ian Bremmer veröffentlicht hat in Amerika vor 2 Wochen, das heißt Us vs. Sam, wo er genau auf diese Aspekte eingeht. Und er hat folgende Meinungsforschung gemacht. Tatsache ist, dass im letzten Jahr von Barack Obama 15.000 syrische Flüchtlinge die Einreise in die USA gewährt wurde. Da wird jeder von uns sagen, 15.000, das ist nichts. Aber immerhin, das hat sich im ersten Jahr von Donald Trump auf 3.000 reduziert. Und in den ersten 3 Monaten des Jahres 2018 wurden 11 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und er hat eine repräsentative Meinungsumfrage gestartet, was die Amerikaner davon halten. Und es war ziemlich gleich verteilt. Die eine Hälfte hat gesagt, that's absolutely disgraceful, eine Schande für Amerika, wir sind ein Einwanderungsland. Die andere Hälfte hat gesagt, es sind 11 zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob in unseren Breitengraden die Umfragen nicht ähnlich ausfallen würden. Also die Spaltung der Gesellschaft, die einen, die sagen, wir sind Europäer, die anderen, die sagen, das ist mein Heimatland, nicht deines. Die einen, die wissen, dass aufgrund unserer Alterspyramide eine nicht zügellose, aber eine geplante Einwanderung schlicht und einfach notwendig ist. Die anderen sagen, das zerstört unsere Heimat, unsere Kultur. Mit einer gespaltenen Gesellschaft
werden wir die Probleme unserer Zukunft nicht lösen können. Aber wie könnten politische Antworten auf diese Spaltung lauten? Das Gute ist, ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, so schwer mir das in dem einen oder anderen Fall, so schwer das für mich aus auch weltanschaulichen Gründen wäre, wenn wir in den westlichen Demokratien nicht einen Weg finden, diese zwei Lager, und ich meine jetzt nicht die extremen Seiten, ein bisschen aufeinander zugehen vorzubereiten, auch Kompromisse machen, Gesten, sehe ich eher schwarz mit unserer freiheitlichen, demokratischen, liberalen Demokratie. Weil die, und da rede ich gar nicht vom Gegenmodell China, ich rede von den autoritären Tendenzen, die alle antiglobalistisch sind, die alle Anti-Eliten sind und die alle Demokratie anders definieren. Oder um mit Viktor Orban zu reden, die illiberale Demokratie. Ja, wir wollen schon die Wahl, aber Meinungsfreiheit, Menschenrecht und unabhängige Justiz, das wollen wir dann schon selber einmal bestimmen. Das ist die Gefahr. Ich habe gelesen wieder, ist wieder so eine Geschichte, dass Ihr Sekretär geschockt gewesen sei, als Sie in einem Gespräch gesagt hätten, wenn ich eine Stimme hätte, hätte ich sie Frau Merkel gegeben. Und zwar war das in einem Bilanzinterview. Kann das sein? Würden Sie das heute auch noch sagen? Nein, aber ich würde es mal so nicht mehr sagen, weil es war eine spontane Reaktion auf die Tatsache, dass ich glaube, dass wir in Europa, wenn ich mir heute Europa ansehe, und ich bin bei Gott in vielen Bereichen nicht mit der politischen Meinung von Frau Merkel einverstanden, vor allem wenn es darum geht, mehr Solidarität in Europa zu zeigen, weil ich einfach nicht glaube, dass ein Europa zusammenhaltbar ist, wo ein Land Vollbeschäftigung hat und das andere Land eine Jugendarbeitslosigkeit von 40%. Mhm. Das einmal vorausgesagt. Aber ich bin auf der anderen Seite froh, dass in Deutschland in den letzten 10 Jahren eine Frau regiert hat, die manchmal sozialdemokratischer denkt als alle anderen. Und das sollte zum Ausdruck gebracht werden. Hat viele meiner Freunde zu bösen Anrufen vorgerufen. Insofern würde ich das nicht mehr sagen. Okay. Etwas, mit dem Sie natürlich als Medienmanager und Verantwortlicher fürs Fernsehen auch zu tun haben, ist die zunehmend verstärkte Political Correctness-Diskussion. Es war neulich ein Interview mit dem österreichischen Philosophen Robert Faller in der Presse, wo er von einer zunehmenden Infantilisierung der Gesellschaft gewarnt hat, wie sie im Fetisch der PC sozusagen zum Ausdruck käme und dazu gesagt hat, und das immer wieder beim Thema, nämlich die Frage, wie die Linke darauf reagiert, dass in der Dominanz der Political Correctness-Diskussion eine Deklassierung der weniger gebildeten, der unteren Hälfte der Bevölkerung liege, die nämlich von Einkommensverlusten, die Sie vorher angesprochen haben, und Existenzängsten geplagt werden und mit Phrasen abgespeist werden, wie die Sorgen der Bürger ernst nehmen und so weiter. Und in Wirklichkeit kümmere sich die Politik um Luxusprobleme der Intellektuellen und der Oberschicht, aber Politik habe Interessenskonflikte auszutragen und nicht Moralseminare abzuhalten. Er hat das in einem... Ja, haben Sie das auch zufällig gelesen? Auch ich habe sehr, sehr gut. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, das ich für einen Artikel über die Zukunft der Sozialdemokratie verwendet habe, das ich genial finde. Nicht, weil es hundertprozentig richtig ist, aber weil es eine dieser Thesen untermauert. Und er hat, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, wenn sich die Linke, ich glaube, er hat nicht gesagt Sozialdemokratie. Nein, die Linke, hat von der Linken gesprochen. Wenn sich die Linke ausschließlich auf Themen konzentriert, wie Binnen-ES, Transgender und er hat noch ein drittes verwendet, dann darf man sich nicht wundern, dass jene Familien und Frauen sich, die nicht wissen, wie sie den Schulskikurs ihrer Kinder bezahlen, anders wählen. Das ist eine sehr, aus meiner Sicht, eine sehr extreme, ich würde den Satz so nicht unterschreiben.
aber er zeigt auf die Spannung, die es in dieser Gesellschaft gibt. Und die Spannung, die eine erfolgreiche Sozialdemokratie überwinden muss. Eine erfolgreiche Sozialdemokratie, egal wann sie erfolgreich war, hat sich immer auf beide Bedürfnisse konzentriert. Und das ist das Wesentliche. Inwieweit hat diese politische Korrektness-Debatte auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Also zum Beispiel, würden Sie House of Cards und Kevin Spacey jetzt aus dem Programm nehmen? Oder kann man Polanski noch zeigen? Also ich schaue weiter natürlich Kevin Spacey an, ja. Aber wir haben die House of Cards Serie nie in unseren Programmen gehabt. Also tue ich mir leicht, wunderbar, diese Frage nicht zu beantworten. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Ja. Es war, was wir entscheiden mussten, eine der auf unseren Sendern, ein Wiederholungssender, unheimlich erfolgreiche Serie war die Cosby Show. Ja, unheimlich, ja, erfolgreich. Ja. Und wie damals die ersten wirklich haltbaren, ja, und relevanten Beschuldigungen war, hat es diese Diskussion bei uns gegeben. Und ist raus? Sie ist rausgegangen nach heftiger Diskussion. Wobei ich das ja eher... Weil das auch eine... Das ist nicht so einfach. Ja. Ja, also es sagt sich natürlich im Nachhinein einfach, war richtig. Ja. Im ersten Moment, es ist eine Entscheidung. Wobei ich sie verstehe, weil er gibt ja sich selbst in dieser Show. Während ein Kevin Spacey spielt ja eine andere Figur. Könnte man noch als kleinen Unterschied vielleicht sehen. Ja, ich glaube, dass das die Frage ist. Ja. Die Frage ist, dass sie in der Situation oft gar nicht entscheiden über die jetzige Situation. Sie müssen entscheiden, was kann hier noch kommen. Und dann treffen Sie eine Entscheidung, die kann manchmal richtig, die kann manchmal falsch sein. Also wir werden jetzt nicht über die Zukunft weiter, sondern in die Vergangenheit schweifen. Nämlich unser Publikum will ja wissen, woher Sie kommen. Und ich habe da natürlich... Aus Otterkring. Ja, genau. Ja. Und da gibt es einen Satz Ihrer Großeltern, das offenkundig aufzeigt, dass Bildung sehr wichtig war in Ihrem Umfeld. Und der heißt, es ist eine Zukunft, verspiel sie nicht. Und ja, daher meine Frage... Diesen Satz hörte ich oft. Ja, welchen Einfluss hat es auf Ihre Erziehung gehabt? Und überhaupt, welchen Einfluss hat Ihre Erziehung eigentlich gehabt auf das, was Sie heute sehen in Ihrem Leben? Also ich bin bei meinen Großeltern, mein Zwillingsbruder und ich sind bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und mein Großvater war im Jahrgang 1898 stolzer Arbeiter, Drucker, Vorarbeiter, Betriebsrat, immer Betriebsratschef seines Freundes, also stolzer Gewerkschafter. Ja, mit ganz klaren, zum Teil auch sehr spartanischer Lebensweise. Ja, also du musst dir das alles verdienen. Sei stolz auf das, du bist, sei stolz auf die Herkunft, aber durchs Leben schummeln darfst du dich nicht. Also ein anständiger Mensch. Ja, so würde ich es auch sehen. Ja, in den Jahren hätte ich mir manchmal gehofft, dass ich ja vielleicht ein bisschen mehr unanständig wäre und mir Dinge mal durchgehen lässt. Aber das war so. Ja. Und das hat mich sicher geprägt, das ist überhaupt keine Frage. Also diese Disziplin. Ja. Man muss etwas im Leben auch zu Ende machen. Auch wenn es schwierig ist und man muss sich durchbeißen, das hat mit Sicherheit mein Leben geprägt. Gab es irgendeinen Wunsch als Kind, Berufswunsch? Was wollten Sie werden? Ich glaube, alles vom Pilot über Pfarrer. Okay. Das hat hat nicht lange gedauert. Pfarrer ist gut, das war ja wahrscheinlich, um die Eltern, Großeltern zu ärgern. Ja, meine Großeltern waren bekennende Atheisten. und ja, es hat Pilot. Alles das, aber es war nichts Besonderes. Ja. Journalist wollte ich nie werden. Das wollte ich genau wissen. Nein, das wollte ich nie werden. Ja. Ich war es dann 6 Monate lang, aber genau. Sie haben auch gesagt, wenn Sie einen Zwillingsbruder haben, braucht Ihnen niemand Konkurrenz- und Leistungsdenken beizubringen. Gewinnen zu wollen, musste ich nicht lernen. Ja. Gleichzeitig haben Sie irgendwo anders gesagt, Geld interessiert mich nicht. Nun ist mal Erfolg und Geld relativ... Geld interessiert mich nicht, habe ich das gesagt? Es war so, ja, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Okay, gut, ja. Dann fragen wir mal anders. Wie lässt sich sozusagen sozialdemokratische Gesinnung, ja, auch Erfolg, Profit, wie lässt sich das zusammenbringen? Ich bin ein hundertprozentiger Bekenner und Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft. Ich kenne noch kein
planwirtschaftliches System, das Erfolg gehabt hat. Zugegeben, in den letzten 20 Jahren gibt es ein Gegenmodell und das ist China. Das ist sehr zum Erstaunen von vielen Experten geschafft hat, 300 Millionen Chinesen aus der Armut herauszuheben. Trotzdem glaube ich, dass das auf Dauer nicht möglich ist, ein Volk auf der einen Seite zu unterdrücken, ein wirklich planwirtschaftliches System zu haben und trotzdem Wachstum zu kreieren und die Menschen zufriedenzustellen. Ich persönlich glaube nicht dran. Es gibt mehr und mehr Leute, die daran glauben. Ich habe heute in der Früh den Raimund Löw, der 4 Jahre in China war, getroffen. Der ist Gott sei Dank auch meiner Meinung, dass es nicht funktionieren wird, auf Dauer. Das ist das eine. Und ja, man braucht seine Gesinnung, seine weltanschauliche Gesinnung, ja nicht an der Garderobe eines Ministeriums oder eines Unternehmens abgeben. Wer das tut, es gibt schon welche, die das tun, es gibt viele, die das tun, aber das muss man ja nicht nachmachen. Apropos Ministerium, Sie haben für Fritz Sinowatz gearbeitet. Mir ist in Erinnerung, dass er einen Satz gesagt hat, der eigentlich sehr philosophisch war, aber ihm fast zum Verhängnis wurde, nämlich alles sei so kompliziert. So, es war auch eine damals, glaube ich, sehr spannende Koalition mit auch Problemen von der Causa Brugsch bis zum frischen Schlager Handschlag mit Reda und so weiter. Ja. Es war die Koalition Sozialdemokraten und Freiheitliche Partei. Was war das prägendste Erlebnis in jeder Zeit und wurde Sinowatz unterschätzt? Sinowatz war, was viele nicht glauben, nur die, die ihn kennen, wirklich ein Intellektueller. Der hat keine Redenschreiber gebraucht. Er hätte sie auch nicht verwendet. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass er mehr auf uns hört, weil das Wort kompliziert, hätte er denselben Satz mit dem Wort komplex statt kompliziert gesagt, hätte jeder absolut dem zugeschickt. Ja. Mhm. Das war genau der Unterschied. Aber er hatte eine Weltanschauung, er war geerdet, er war authentisch und ich habe von ihm unheimlich viel gelernt, wie man auch als Mensch, der eine politische Karriere hat, so bleibt, wie er immer war. Also Fritz Sinowatz hat sich nie verändert. Eigentlich ein Vorbild auch für Sie. Ja. Mhm. Fritz Sinowatz war sowas für mich wie ein zweiter Vater. Das war immer das war so, das wusste er auch. Dahinter habe ich auch nie hinter dem Berg gehalten. Das war er. Er wollte nie Bundeskanzler werden. Ich war bei ihm, wie er den Anruf von Bruno Kreis bekam, dass er Vizekanzler werden soll, das werde ich nie vergessen. Fritz Sinowatz hat gern zu einer bestimmten Abendzeit sich vom Wienerwald ein Händel holen lassen und er wollte nie alleine essen. Also hat er immer zwei bestellt und hat dann jeweils die Leute um sich herum, die da waren, auch mehr oder minder überredet, vorsichtig formuliert, mitzuessen. Und der Apparat, der große Apparat in seinem Büro, hatte ganz viele Knöpfe. Und die Verbindung zum Kanzleramt hatte einen ganz bestimmten Ton. Und es war die Zeit, wo klar war, dass Hannes Andrusch geht. Und wen wählt er jetzt aus? Und ich weiß noch genau, ich sitze, falls Sie da was gegenüber, wie der Anruf, der Ton kam. Und er wusste sofort, um was es ging. Ich will jetzt das Telefongespräch, das mehr von kurzen Worten von Fritz Sinowatz und längeren Pausen geprägt war, weil die andere Seite konnte ich ja nicht verstehen, nicht wiederholen. Aber am Schluss des Gesprächs hat er aufgelegt und gesagt, du kannst jetzt abräumen lassen, ich habe keinen Hunger mehr. Er wollte das nicht werden. Aber er war pflichtbewusst genug, letztlich diesen undankbaren Job zu übernehmen. Denn eines war klar, wer immer Bruno Kreisky nachfolgt, hat einen Übergang zu organisieren und wird nicht
mit Erfolg überschüttet werden. Das war ihm vollkommen klar und er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er war aber auch sehr froh, wie er das nach 3 Jahren übergehen konnte. Jetzt natürlich zu einer ganz anderen, aber sehr wichtigen Periode Ihres Lebens, nämlich zum ORF. Sie haben das ja mehrere Jahre sehr erfolgreich gemacht. Was, 4 Jahre und 4 Jahre. Genau. Was für einen Intendanten braucht der ORF? Heute? Ja, heute. Ich glaube, Sie wollten mich über die Vergangenheit fragen. Nein, nein. Ich nutze die Chance. Sie haben mich ja geradezu motiviert, in die Gegenwart zu gehen. Aber man kann ja Gegenwart und Vergangenheit also ganz gut verbinden. Nicht? Ich muss sagen, ich war 8 Jahre im ORF. Ja. Ich habe alle 8 Jahre hundertprozentig genossen. Und es stimmt auch nicht, dass mich die politischen Einflüsse unter Anführungszeichen dazu bewegt haben, wegzugehen. Das stimmt nicht. Ich war mir sehr sicher, dass die nächste Koalition eine Koalition aus ÖVP und Freiheitliche sein wird. Und bevor man selber erschossen wird, geht man lieber vorher. Das war meine Entscheidung. Sie sind rechtzeitig gegangen. Und ich habe das gern gemacht. Ich war jeden Tag im ORF sehr, sehr gerne als Generalsekretär und als Generalintendant. Damals war der Titel auch noch viel schöner. Ja? Ja. Weil heute heißt er Generaldirektor, das kann jeder sein. Generalintendant. Das ist wunderbar. Ja, das Generalintendant. Ist wunderbar. Aber Sie sind jetzt der beste Titel. Sie sind jetzt ein bisschen ausgewichen. Weil ja, selbst ganz bewusst. Ja, natürlich. Sie haben sicher schon Ihre Frage vergessen. Ja. Nein, nein, da frage ich Sie jetzt ganz anders. Gehen wir wieder in die Vergangenheit. Auf welche Veränderungen sind Sie stolz noch aus der Zeit? Auf welche Formate? Gibt es irgendetwas? Ich bin schon stolz auf die 4 Jahre. Ich glaube, wir haben das Unternehmen... Der Gerd Bacher hat dieses Unternehmen aufgebaut. Und wie immer man zu ihm stehen mag und nicht mag, ich respektiere und verehre ihn sehr. Ich war aber auch immer froh, dass ich nie unter ihm gearbeitet habe. Ich habe unter dem Teddy Podgorski enorm viel gelernt, weil er mir Dinge machen hat lassen als Generalsekretär, die man normal als Generalsekretär nicht machen lässt. Ohne diesem Rüstzeug hätte ich das auch meine weite Karriere nicht machen können. Die Programmreform, die Tatsache, dass wir, ich weiß schon, ich bin der große Quotenmann des ORF, die Tatsache, dass wir Ö1 groß gemacht haben, die Tatsache, dass es uns gelungen ist, FM4 zu machen, die Tatsache, dass wir aus Ö3, das in den ersten Umfragen nach dem Privatradio völlig weg war, und ehrlicherweise, ohne den Werbeeinnahmen von Ö3 können Sie ganz Ö1 nicht finanzieren. Das war immer das Geschäft. Die vielen Millionen, die in Ö1 stecken, verdienen Sie über die Werbung von Ö3. Und die werden weggebrochen. Und die Programmreform, die ja nicht ich alleine gemacht habe, die ein Team gemacht hat, ein junges Team gemacht hat, das sind... Leider füge ich hinzu, weil nach 25 Jahren, nach 24 Jahren, sollten eigentlich mehr Veränderungen schon durchgesetzt werden. Gibt es noch immer viele? Ja. Ja, das war eine schöne Zeit, aber man muss irgendwann einmal auch loslassen können. Aber man müsste heute auch wieder was tun, also was verändern. Darauf können Sie Gift nehmen, ganz sicher. Aber Sie werden es mir jetzt nicht sagen, nehme ich mal an. Nein, schauen Sie, es ist ganz einfach. Die Zeit ist heute eine ganz andere. Was ich nicht verstehe, ist, dass im ORF... Talente, das, was jeder Privatsender meine Stars nennt, die werden im ORF weder gepflegt noch gehegt noch aufgebaut. Ja, es gibt so viele neue Bereiche, die sie gehen können. Im Videobereich, im Digitalbereich, im Podcastbereich, wo sie die Namen, die der ORF hat, die ORF-Journalisten, aber nicht nur ORF-Journalisten, könnten sie so viel machen. Aber sie brauchen, und das ist das Einzige, auch was ich sage, sie brauchen einen Chef des Unternehmens, der den Mut hat, auch abgewählt zu werden. Mhm. Gut. Können wir es dabei belassen? Botschaft hat jeder verstanden. Lösung wäre jedenfalls keine, was natürlich in ganz Europa, wo die öffentlich-rechtlichen Anstalten natürlich auch heftig diskutiert werden,
gerade weil sie ihre politische Unabhängigkeit zum Teil in Polen, in Ungarn und so weiter verlieren, auf der einen Seite, zum anderen bei uns ja auch entsprechende Kritik an Journalisten läuft, die ihre Unabhängigkeit in Frage stellt, man von Zwangsgebühren und Ähnlichem spricht. Und dann wird oft als Lösung... Von Zwangsgebühren ist immer gesprochen, ja, keine Sorge. Es ist kein, hat sich nicht geändert. Kein politischer Jargon. Ja. Ja. Aber als eine der Lösungen wird also immer dann skizziert, man müsse also weggehen von der Kommerzialisierung, statt Unterhaltung müsste das auf die Bildung gehen, man müsste sozusagen einen informationsorientierten, schlanken ORF schaffen, der wahrscheinlich dann nur mehr über Steuergelder leben kann und der aber die Unterhaltung dem Privaten überlässt. Ist das ein Heilmittel? Mit Sicherheit nicht. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jeder öffentlich-rechtliche Rundfunk oder dass jedem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie es einmal der Gründer der BBC genannt hat, die Himalaya-Option verwehrt ist, nämlich nur mehr das Gute, Schöne, Kultur und Information zu machen. Aus einem einfachen Grund. Sie können nicht von jedem Einwohner, von jedem Zuseher Gebühren verlangen, aber dann nicht nur für 10% ein Angebot machen. Das wird auf Dauer nicht gehen. Was ist die Alternative? Sie gehen sie über die Steuer und dann haben Sie einen reinen Staatsfunk. Deswegen funktioniert diese Methode nicht. Na, selbstverständlich muss insbesondere im Bereich Kultur, insbesondere im Bereich Information, auch im Bereich Regionales, der ORF federt. Das ist der USP des ORF. Aber er muss auch für alle, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag das anbieten. Und das war immer meine Philosophie, den ORF und damit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden wir nur halten können in seiner Stärke, wenn wir alles anbieten. Das ist eigentlich auch fast schon ein Argument für seine Unabhängigkeit, ja, selbstverständlich, die nur bestehen kann, wenn es eben diese jetzige Form gibt. Also ich habe einmal spaßhalber gesagt, wenn Sie sich die europäische Landkarte ansehen und dann die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Systeme, da haben Sie ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle. Je nördlicher, umso unabhängiger, je südlicher, umso abhängiger von jedem Regierungswechsel. Heute auch östlicher. Östlicher so. Damals war es Nord-Süd, östlich so und so. Ja. Und dann habe ich dazu gesagt, frech, wie ich manchmal bin, Österreich ist in dieser Landkarte etwas südlicher, als es der geografischen Lage entspricht. Das würde ich heute auch nicht leugnen. Aber das ist so. Und es gibt ein Heilmittel. Solange es dieses ORF-Gesetz gibt, hängt es vom Chef und nur vom Chef ab. Wie stark dieser Einflussnahme ist. Wissen Sie, und wenn man 5 Tage benötigt, jetzt sage ich wieder viel zu viel, um die sogenannte Faschingsanzeige des Vizekanzlers gegenüber dem Armin Wolf zu verurteilen, dann ist das kein gutes Zeichen an die eigene Belegschaft, aber auch kein gutes Zeichen an die Politik. Gut. Sie haben auch gesagt, dass die Medien nach wie vor eine große Bedeutung haben in der Kontrolle der Politik. Da möchte ich aber doch noch nachfragen, wird die Macht der Medien auf das politische Geschehen heute nicht sogar überschätzt? Es ist immer überschätzt. Trump hat gewonnen gegen die Medien. Es ist immer überschätzt, ja? Gnadenlos. Ja? Die Angst vor der Kronenzeitung, die Angst vor der Bildzeitung, die Angst vor Murdoch in Großbritannien. Medien können Trends vielleicht verstärken, vielleicht abmindern. Sie können keine Trends schaffen. Sie kennen natürlich nicht nur die Welt der öffentlich-rechtlichen Sender, sondern inzwischen noch wesentlich besser die Welt der privaten Sender. Was ist der wesentliche Unterschied? Es gibt mehrere Unterschiede. Auf der einen Seite ist natürlich der Erfolgsdruck für jeden Privaten klar. Es ist auch ein Erfolgsdruck in Richtung eines finanziellen Gewinns, weil ja, ist ja nicht zu leugnen, das ist eine Seite der Medaille. Und die zweite Seite der Medaille, und ich meine das durchaus kritisch, und das gilt jetzt nicht für den ORF im Einzelnen, das gilt für das gesamte öffentlich-rechtliche System. Also ich kenne keinen
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich kenne aber einige private, wo es einen effizienten Kapitaleinsatz gibt. Also auf der einen Seite, sagen wir so, ein bisschen effizienter zu arbeiten für das öffentlich-rechtliche System, ob das jetzt die BBC ist. Wissen Sie, wie viel Angestellte die BBC hat? Ja. 24.000. Wissen Sie, wie viel in den Personalabteilungen der BBC arbeiten? 1.500. Sie können mir nicht einreden, dass das notwendig ist. Wie viel sind bei Ihnen? In der Personalabteilung, ja. Wenn ich alles zusammenrechne, vielleicht 100. Mhm. Aber da rechne ich schon von Tokio über Singapur, über Hongkong, über Buenos Aires, Brasilien, alles zusammen. Irgendwo habe ich... Das nur als Beispiel. Ja. Also wenn es eine berechtigte Kritik an dem öffentlich-rechtlichen System ist, gibt, dann, dass man sich schon wie jedes Privatunternehmen auch überlegen sollte, was ist eigentlich nicht mehr notwendig, was kann ich effizienter machen, wo kann ich Strukturen, wo kann ich Technik mit der ganzen technischen Entwicklung, die es im Fernsehbereich gibt, Dinge besser machen, günstiger machen. Und dieses ersparte Geld brauche ich dann nicht in die Gewinnreserve zu stecken, sondern die kann ich investieren, und zwar in Programm, in Produkte. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es einen Hasen gibt, der Tutzki heißt und der in Ihrem Leben eine Rolle spielt. Stimmt das? Wir haben wie jede ausländische Medienanstalt ein Problem, in China tätig zu sein. Wir haben per Zufall und Glück eine Figur, das ist ein Hase, heißt Tutski und ist ein Emoticon. Und in China gibt es ja kein Facebook. In China gibt es WeChat. Und WeChat ist das Facebook von China. 600 Millionen User, in der Zwischenzeit glaube ich schon 700 Millionen. Und eines der Emoticons, die quasi auf der ersten Seite sind, nennt man Default Emoticon, ja, ist Tutski, unser Hase. Uns gehört das Intellectual Property. Ja. Und das ist eine interessante Geschichte, weil da ist eine gewisse Möglichkeit, dass wir auch kommerziell in China tätig sind, was uns sonst mit unseren Fernsehprogrammen und Fernsehsendern nicht erlaubt ist, ja. Außer in den Hotelzimmern. Ja, ja. Wir haben ja schon vorgehört, Sie sind mit 160 Sendern in 200 Ländern tätig. Ich weiß es gar nicht. Es wird mir jedes Quartal wird mir gesagt, wie viele Sender. Wie viel es mehr werden. Ja, und ich habe dann immer gefragt, laut UNO gibt es überhaupt nur 198 Länder. Da hat man mir erklärt, da gibt es aber Unterteilungen, die so, also wie auch immer. Das ist ungefähr 200 und zwischen 160 und 170 Sendern. Aber Sie haben es natürlich mit sehr unterschiedlichen Kulturen zu tun. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Genau, aber Sie haben es natürlich auch mit Ländern zu tun, in denen es Zensur gibt. Wie geht so eine große Fernsehanstalt damit um? Ja, es ist eine berechtigte Frage. Also Gott sei Dank haben wir die Zensurproblematik. Türkei zum Beispiel, Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Es ist eigentlich kein Problem, weil CNN berichtet einmal dort, so wie es ist, ob es dem Herrn Erdogan jetzt passt oder nicht passt. Wo es mehr Probleme macht, ist es im Kinderbereich, wenn es um gewisse Episoden geht. Wir haben in Amerika auch, also uns gehört ja der Sender Cartoon Networks, wenn es dann in muslimische Länder geht, ob das Indonesien ist, ob das im Mittleren Osten ist, und wir dann gewisse Programme, wo es auch dann durchaus wir Charaktere haben, die durchaus gleichgeschlechtlich sind, das wird dann schwierig. Ja? Also dann rufen dann unsere Channel Manager dort an und sagen, ich sollte jetzt vielleicht aus diesem Land raus, sonst nehmen sie mich auch noch fest. Also das ist dann schwierig abzuschätzen. Was kann man senden, was kann man nicht senden? Ja? Da gehen wir meistens an die Grenze dessen, was strafrechtlich noch möglich ist, aber es ist immer eine Einschätzung. Ja? Es gibt eine Folge, die heißt Steven Universe, wenn Sie nicht kennen. Und die ist wirklich auf diese Problematik, also auch LBDG, fokussiert.
da müssen wir sehr aufpassen und da diskutieren wir auch viel. Was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist strafrechtlich, was ist nicht strafrechtlich? Da können Sie nicht mit one size fits all, also mit einer Strategie, das gibt es bei uns in Amerika und in Europa und deswegen ist es überall, dann wird es den Sender nicht mehr geben. Wenn Sie jetzt die Zeit bei Turner anschauen, was war die wesentliche Veränderung vielleicht, die Sie gesetzt haben in dieser Zeit im Sender selbst? Da gibt es wahrscheinlich viele, nicht? Aber das wäre viel zu viel. Was mir Spaß macht an meinem Beruf ist, ich bin 500 Stunden im Jahr, sitze ich im Flieger. Das finden manche grauslich, ich finde das fantastisch. Nicht wegen den 500 Stunden, das Sie kann holen sich im sein. Flieger, stimmt's? Nein, das ist das es nicht. Die Flugstunden können schon weniger ne? sein. Aber die, wir haben 20, was wir nennen Hubs in der Welt, außerhalb von Amerika. Und ich versuche zumindest jede eineinhalb Jahre alle 20 zu besuchen. Das macht eine unheimliche Freude, weil man lernt, wie unterschiedlich, wie verschieden und wie großartig unsere Welt ist. Man kennt die verschiedenen Kulturen. Und man weiß auch, welche Tendenzen es global gibt und welche nicht. Und man lernt auch zu begreifen, dass die eigene Anschauung nicht immer hundertprozentig objektiv stimmt, sondern dass es halt auch von der Umgebung ankommt. Natürlich, die Werte bleiben die gleichen, aber die Umsetzung muss manchmal unterschiedlich sein. Man wird ein bisschen geerdet. Wenn Sie sich die Entwicklung der Medien, vor allem des Fernsehens, anschauen in dieser Zeit, was hat sich dramatisch geändert und wie sehen Sie die Zukunft? Haben Leute recht, die sagen, das Internet ist der Tod des Fernsehens, das Fernsehen wird es nicht mehr geben in irgendeiner in den nächsten 20 Jahren? Wie sehen Sie das? Ja, das hängt davon ab, wie Sie das Wort Fernsehen definieren. Wenn Sie das Wort Fernsehen definieren, dass es aus dem Kastel im Wohnzimmer rauskommt, ja, dann wird es immer weniger und weniger werden. Wenn Sie Fernsehen als Video definieren, dass Sie heute auch über Ihr Handy und über Ihr iPad, wo immer Sie wollen, Fernsehen können, dann wird es das Fernsehen mit Sicherheit auch in Zukunft gehen. Wir haben in unserer Sprache, wir nennen das lineares und nonlineares Fernsehen, eigentlich sehr theoretisch. Linear heißt, Sie schauen das, was live rauskommt, und nonlinear heißt, Sie schauen es dann an, wenn Sie wollen. Ja? Was auch immer Sie können, auf welchem Gerät und wo und zu welcher Zeit. Das wird sich verschieben, aber gewisse Dinge, ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt die großen Unterhaltungsshows sind. Ja, Sie wollen nicht wissen, wer bei Dancing Stars gewonnen hat und sich die ganze Sendung nachher anschauen. Und wenn Sie es heute anschauen können und Sie sitzen im Taxi, schauen Sie es im Taxi an. Und das Finale der Fußballweltmeisterschaft im Nachhinein, das ganze Spiel anzuschauen, wird es auch nicht so viele geben. Sie wollen es live sehen und egal wo und mit welchem Gerät, das wird die Zukunft des Fernsehens sein. Das zweite Frage ist, wie sich die ganze Medienindustrie finanzieren wird. Das trifft ja nicht nur das Fernsehen. Hätte ich Sie genau gefragt. Pay-TV, ja, Sie haben mich schon. Ja, wie wird das aussehen? Naja. Abonnement? Nein. Schauen Sie sich einmal die Werbung, die Zeitungen an. Das trifft ja nicht nur das Fernsehen, das trifft die Zeitungen und vieles radikaler. Sie sind ja schon mittendrin. In Wirklichkeit müssen Sie sich über beides finanzieren. Und Sie müssen vor allem eines sehen, Sie müssen ein Produkt sein, das der Konsument unbedingt konsumieren möchte. Was es in Zukunft immer weniger und weniger oder nicht mehr geben wird, ist, dass jemand für etwas bezahlt, was er nicht in Anspruch nimmt. Wenn Sie jetzt, ich nehme jetzt bewusst das Wort Pay-TV her, Sie haben in Amerika, Sie haben in Europa, wenn Sie Pay-TV haben, 200, 300, 400, 500 Sender. Unsere Statistiken zeigen aber ganz genau, dass ein durchschnittlicher Fernsehkonsument 15 bis 16, im besten Fall 20 Sender überhaupt ansieht im Laufe seines Lebens. Die sind natürlich unterschiedlich. Sie zahlen aber als Konsument für alle 200. Das wird sich aufhören. Sie brauchen daher auch Marken. Sie brauchen innerhalb ihrer Marke ORF oder ihrer Marke Presse oder ihrer Marke Standard, aber auch wieder Marken, wo sie sagen, ich will die Kolumne von dem und dem lesen oder ich will diesen Bericht einmal sehen, ich will diese Sendung sehen. So müssen Sie ein Medienunternehmen in Hinkunft führen, viel stärker, als es bis dato der Fall war.
Wir haben sehr viel über Stärken, natürlich über Ihre Erfolge gesprochen. Ich habe gelesen, es gibt so eine Liste von Ihnen, Maxime fürs Leben und für die Arbeit, und da war ein Satz dabei: Letters or emails when you're, don't send letters or emails when you're emotional, at least wait 24 hours. Ja. Das scheint eine mit Ihnen persönlich, mit Ihrem Charakter auch zu tun zu haben, die Maxime. Ja, es gibt ja einige, ja, E-Mails, die ich Gott sei Dank dann nach 24 Stunden nicht wegschicke. Okay. Aber gibt es etwas, was Sie noch ärgert, irgendeine Niederlage, auch bei all den Erfolgen, was Sie sagen, das hätte ich doch vielleicht anders? Nein, weil ich glaube, dass man aus Niederlagen lernt. Mhm. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn man nicht einmal im Leben niedergefallen ist, zumindest einmal im Leben, und dann sich am Boden findet und dann die Kraft und den Mut hat, wieder aufzustehen und weiterzugehen, dass man die charakterliche Eignung gar nicht hat, eine Führungsposition einmal wahrzunehmen. Diejenigen scheitern am ehesten und am leichtesten, die bis dato immer nur Erfolg hatten. Ich habe in meinem Leben nicht viele Niederlagen, aber ich hatte sie auch. Und das war gut so, auch wenn ich das im Moment immer so nicht gesehen habe. Das ist ja auch der Unterschied zwischen unserem amerikanischen System und dem europäischen System, insbesondere dem deutschsprachigen Kultur. Wir leben in einer Zeit, die immer schnelllebiger wird, wo wir nicht wissen, wir haben zwar vielleicht alle eine Wertegrundlage, aber wo wir nicht wissen, wie wir die Probleme lösen sollen. Wir wissen es nicht, das ist wie im Blindflug. Da muss ich auch Dinge ausprobieren. Und ich muss auch Dinge abbrechen, wenn ich merke, dieser Probeweg ist falsch. Ich predige immer meinen Leuten, es gibt drei Prinzipien der Innovation. Fail offen, fail cheaply, fail fast. Das Fail offen kennen wir schon, die anderen müssen wir noch ein bisschen einmal lernen. Aber das ist es, wir brauchen eine Fehlerkultur. Warum sind in Amerika, wenn heute Leute eingestellt werden und es ist jemand schon einmal gescheitert, ist es in Amerika ein Plus, bei uns aber ein dickes Minus. Und wir müssen lernen, auch Fehler zu erlauben. Nur wenn man den Fehler zweimal macht, denselben Fehler, das ist etwas dumm. Ja. Aber das ist eines der wesentlichen Unterschiede. Deswegen glaube ich, dass Niederlagen zum Leben und zum Erfolg dazugehören. Sie haben selber vorhin gesagt, Sie sind sehr viel unterwegs. Arbeiten in London, sind zwei Wochenenden hier in Österreich. Haben Sie manchmal Sehnsucht nach Österreich empfunden und können Sie sich vorstellen? Immer, Sehnsucht immer nach Österreich. Nein, das ist, also es ist mir, ich nenne das jetzt nicht Heimweh, aber es ist mir so oft in meinem Leben passiert, dass ich nach Wien eingeflogen bin und mir gedacht habe, sag mal, warum bist denn da weggegangen? Ja? Genau. Da habe ich den Sonnenschein gesehen, dann war ich im Domchor auf der Terrasse, war dort Mittagessen und habe mir gedacht, mein Gott, warum bist denn da weggegangen? Trotzdem, Firmensitz ist in London. Es wird in Kürze zum Brexit kommen, wenn sich nicht noch etwas ändert. Wird das Auswirkungen haben auf das Unternehmen und vielleicht auch auf Sie? Ja, also mein Hauptbüro ist London, ja, aber ich kann eigentlich überall der Welt arbeiten. Ich habe ein Büro in New York, ich habe ein Büro in Atlanta, ich habe ein Büro in Hongkong. Das ist, also für mich ist das relativ egal. Ich bin einer der ganz wenigen Optimisten. Immer noch? Was Brexit betrifft, weil es wird schon irgendwie, ich glaube nicht, dass es ein zweites Referendum in der Schnelligkeit geben wird. Aber keine englische Regierung kann sich einen harten Brexit erlauben, weil dann Dinge passieren wird, die jede Regierung hinwegfegen wird. Ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele. Wenn es zu einem harten Brexit kommt, also wo es kein Verhandlungsergebnis gibt, gibt es keine Flüge rechtlich von Europa nach England und von England nach Europa. Gibt es nicht. Das war zum Beispiel Ryanair schon einen Plan, dass sie in Hinkunft von Dublin und dass sie das mit Booten die Leute nach Dublin führen. Das ist so. 20% der Lebensmittel in englischen Supermarkets sind Güter aus Europa, die innerhalb von 48 Stunden verderbliche Ware sind. Es ist einfach unmöglich,
dass selbst bis zum Jahre 2022 der Zoll so aufgebaut ist, dass diese Waren englische Supermärkte erreichen. Jetzt wird es keine Hungersnot geben, aber es wird eine Umstellung geben. Deswegen glaube ich, es wird sich keine Regierung, keine englische Regierung, diesen harten Brexit erlauben können. Es wird irgendetwas geben in den nächsten Jahren, das Brexit heißt, aber das Großbritannien doch relativ stark an Europa bindet. An das glaube ich. Das glauben nicht alle meine Kollegen, aber ich bin ja auch Optimist. Ich habe auch wo gelesen, dass Ihr Lieblingssong wäre All You Need Is Love. Das stimmt, ja. Stimmt das? Ist es ein Song nur für Träume oder ist es ein Song, der auch Ihre Lebenswirklichkeit widerspiegelt? Das spiegelt schon sehr meine Lebenswirklichkeit wider und das spiegelt vor allem meinen Optimismus, wenn Sie den Song kennen. Mhm. Es gibt wenig, ich nenne das immer musikalischer Sonnenschein. Ja? Mhm. Und wenn ich in der Früh einmal schlecht gelaunt bin oder wenn es einmal ganz hässliches Wetter gibt, was es sowohl in England als auch in Salzburg manchmal ganz gerne gibt, das zu hören, macht mich fröhlich und so einfach ist es. Mhm. Eigentlich sind wir fast schon am Ende. Vielleicht als letzte Frage, gibt es noch irgendetwas, was Sie erreichen wollen? Gibt es noch einen Wunschtraum, den Sie noch realisieren wollen? Viele. Viele? Schön. Herr Zeiler, danke für dieses Gespräch und Ihnen danke fürs Zuhören. Bitte schön. Dankeschön. Danke.